Gründe von Selbstmord werden oft in Lebenskrise, Depression und Kummer klassifiziert. Aber sind das wirklich die Gründe? Ich sage nein. Niemand bringt sich wegen einer Depression um. Niemand bringt sich um, weil er emotional Kummer hat. Niemand. Guten Morgen! Ganz am Anfang, das Video ist rein analytisch und soll unsere Bewusstheit im Zusammenhang mit dem Selbstmord erweitern. Wer hierzu emotional behaftet ist, der schaut sich das Video bitte nicht an, weil es wirklich verschwendete Lebenszeit ist. Weil dem Video wird man auch nur folgen können, wenn man ganz klar seinen Verstand auf scharf gestellt hat. Wir fangen an. Wir fragen uns oft, warum musste das denn wirklich sein? Nur weil ein junges Mädchen ihren Traummann nicht bekommen hat, springt sie aus dem Fenster. Nur weil ihr Mann gestorben ist, erhängt sich auch eine ältere Frau. Im Zustand der Depression ausgelöste Selbstmorde und so weiter. Aber sind das wirklich die Gründe? Ist da wirklich eine statistisch signifikante Kausalität vorhanden? Nein. Das kann gar nicht sein, da nicht jede junge Frau bzw. ein angemessenes statistisch signifikantes Niveau von Frauen sich umbringt, nur weil sie ihren Traummann nicht bekommt. Und weil nicht jeder, der eine Depression hat, sich umbringt. Man kann ja also nicht von einer Kausalität im Sinne von aus A folgt B sprechen, sondern hier existiert lediglich eine Korrelation. Das trifft auf auch jeden anderen Grund auf angenommene Kausalität zu von dem Selbstmord. Das Selbstmord, der Grund ist kein Grund, ist lediglich der Auslöser oftmals, das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Kein Selbstmord hat den Grund, den wir als Grund, also dessen Grund wir sozusagen suggeriert bekommen. Er war depressiv, deswegen hat er sich umgebracht. Liebeskummer, deswegen hat er sich umgebracht. Nee, das ist nicht der Grund. Und das trifft wirklich auf jeden Selbstmord zu. Statistisch ist keiner dieser Gründe, warum jemand jemals Selbstmord begangen hat, signifikant. Also nur weil die Situation zum Beispiel Depression eintritt, wird nicht automatisch der Selbstmord ausgelöst. Ne? Das ist extrem wichtig zu verstehen, weil wenn man den Selbstmord als Ergebnis einer Fülle von Umweltbedingungen und Einflüssen wahrnimmt, dann denkt man ganz anders über Selbstmord nach, dann denkt man ganz anders über Depression nach und das hilft. Ne? Derjenige, der sich aber selbst umbringt, der sieht natürlich meistens nur diesen einen Grund und auch die Medien übernehmen diese eindimensionale Kausalität, obwohl diese wie eben gezeigt ja, nicht zutreffen kann. Der Grund ist meistens also der Grund, den man wahrnimmt, ist meistens nur ein Einflussfaktor und oftmals gerade wie bei Depression ist dieser seinerseits, also die Depression in dem Fall, nur ein Ergebnis einer tatsächlichen Kausalität. In vielen Studien, eine davon von Lars Liedberg habe ich euch unten verlinkt, hat man festgestellt, dass die Konzentration von 5-Hydroxyindolyl-Essigsäure in der Cerebrospinalflüssigkeit, also der Hirnrückenmarksflüssigkeit von Menschen, die sich umbringen werden, also in Zukunft umbringen werden, die man vorher untersucht hat, viel geringer ist als bei Menschen, die sich nicht umbringen werden. Die Hydroxyindolyl-Essigsäure ist ein Abbauprodukt von Serotonin, also Ergebnis einer falschen Ernährung. Denn Serotonin wird vom Körper aus der Nahrung gebildet. Serotoninpillen, die bringen rein gar nichts, weil sie die sogenannte Blut-Hirn-Schranke gar nicht überwinden können. Also das Serotonin, was vom Blut transportiert wird, gelangt einfach nicht ins Gehirn. Das Gehirn muss das Serotonin selber bilden, um perfekt zu funktionieren. Und wann kann es das? Wenn die Aminosäure L-Tryptophan durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangt. Alle anderen Dinge, die das Hirn braucht, um Serotonin herzustellen, sind meist ausreichend vorhanden. Es fehlt nur diese eine Aminosäure. Das Problem ist, dass das Tryptophan nicht sehr durchsetzungsstark ist. Wenn andere Aminosäuren auch im Blut sind, werden diese an der Blut-Hirn-Schranke zuerst durchgelassen und es kommt gar kein Tryptophan im Hirn an. Man muss also seine Ernährung entsprechend optimal gestalten, dass das Gehirn auch optimal in dem Fall jetzt ohne Depression arbeiten kann. Zumindest erst einmal die Chance hat, dass es das potenziell überhaupt tun kann. Ein erniedrigter Serotoninspiegel sorgt auch für aggressives Verhalten. Und Selbstmord ist auch eine Form von Aggression, auf sich selbst gerichtet. Und wenn man die Aggression, wenn man das weiß mit dieser Aggression, dann schaut euch nochmal in Deutschland um, ne, auf der Straße. Durchgehend schlecht gelaunte und aggressive Menschen, soweit das Auge reicht. Deutschland, den Deutschen, die Wirtschaft und die Politik, die wollen es doch nur ausnutzen und versklaven. Das war mein Parkplatz.
depressiv und aggressiv. Und alles nur, weil man dem Gehirn gar nicht die Möglichkeit gibt zu funktionieren. Denn wie soll Tryptophan ins Gehirn gelangen, wenn man sich mit Eiweißen zupumpt, die ja, egal ob Tryptophan selber enthalten ist oder nicht, dafür sorgen, also die anderen Aminosäuren, Eiweiße sind letztlich nichts anderes als Aminosäuren, die dafür sorgen, dass das Tryptophan niemals ins Gehirn gelangen kann. Das bedeutet, aus sehr eiweißreichen Fleisch und Milch, in denen Tryptophan enthalten ist, da kann das Gehirn dieses Tryptophan gar nicht bekommen. Und wenn in jeder Mahlzeit Fleisch und oder Milch enthalten ist, da wird das Gehirn niemals ausreichend Serotonin bilden können. Und es ist vollkommen normal, dass diese Menschen depressiv, aggressiv werden. Wenn man aggressiv und wenn man depressiv ist, ja, da ist Selbstmord mit Sicherheit nicht allzu weit entfernt. Ja? Energetisch gesehen ist ein Selbstmord aus Depression, also wir bezeichnen das jetzt so wie die Medien, ein Selbstmord aus Depression, welches dann eben aus einer tierischen Ernährung, die das Töten anderer Lebewesen entstanden ist oder zumindest mit katalysiert wird, sogar quasi als Ausgleich der Natur zu sehen. Und dass Depression kausal mit Serotoninmangel zusammenhängt, das ist unbestritten, ne? Es wird ja eben auch im Rahmen einer Therapie ja, mit sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern gearbeitet, die dafür sorgen, dass der Serotoninmangel eben reduziert wird. Wenn ihr euch so ernähren wollt, dass euer Gehirn optimal arbeitet oder arbeiten kann, dann müsst ihr kohlenhydratreiche Mahlzeiten inklusive Tryptophan aufnehmen. Keinerlei tierische Produkte, ausschließlich kohlenhydratreiche pflanzliche Produkte, aber mit Tryptophan. Die Frage nach der Rohkost bei der Tryptophanaufnahme wird nach aktuellem wissenschaftlichen Stand eher so beantwortet, dass es nicht notwendig ist, die Nahrung roh zu essen. Die Proteine denaturieren natürlich, aber dabei werden die Aminosäureketten nicht zerlegt und können vom Körper rein chemisch gesehen, biochemisch gesehen verwertet werden. Also welche Nahrung ist für ein gesundes Gehirn geeignet? Nüsse und Samen. Oh Wunder, die Dinge, die wir einfach so aus der Natur essen können, ohne dass eine Industrie diese in irgendeiner Weise verarbeiten muss. Nur eine vegane, kohlenhydratreiche, vollwertige Kost kann unser Gehirn mit ausreichend Serotonin versorgen. Keine andere Ernährungsform kann das. Jede andere Ernährungsform endet in einem Serotoninmangel, welcher eventuell auch nur, wenn noch andere Einflussfaktoren zusammenkommen, in geistigen Krankheiten wie Depressionen enden. Jeder, der depressiv ist, sollte sich anfangen, genau so zu ernähren. Nein, vegan reicht auf keinen Fall aus. Es muss kohlenhydratreich und tryptophanhaltig sein und vollwertig natürlich. Am besten dafür geeignet ist Hirse, Quinoa oder auch Amaranth. Jeden Tag bei einer Mahlzeit ohne nennenswerten Proteine sollte man das zu sich nehmen. Macht das mal 2 Monate und euer Serotoninspiegel, der wird sich bessern und damit auch eure wahrgenommene Lebensqualität. Teilt das Video mit allen Menschen, die depressiv sind, um ihnen zumindest die Möglichkeit zu geben, die Welt wieder durch positivere Augen zu sehen. Ich bin gespannt auch auf eure Gedanken. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss.